Jo, was geht ab, Freunde? Ich komme zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal ein bisschen intellektueller unterwegs. Ich möchte nicht klüger rüberkommen. Es ist einfach, ich bin krank geworden und ist nicht gut, wenn man krank ist, sollte man keine Kontaktlinsen tragen. Ich trage normalerweise Kontaktlinsen, aber deswegen heute mal mit Brille unterwegs und das erklärt auch ein bisschen, warum ja in den letzten paar Tagen keine Videos kamen. Ich war krank und ich war busy. Beides und ja, heute ein ganz kleines, quickes Trading-Video, das denke ich, oder Investment-Video, was ganz schnell geht für auch für Leute, die nicht viel Coins haben. Es ist einfach, dass wir wissen alle, dass morgen The Play of the Month wieder rauskommt. Die Squad Builder Challenge ist, glaube ich, habe ich zumindest gelesen, dass sie morgen rauskommt. Und bis jetzt hatten wir immer meistens ein Premier League-Team drin. Also, es war, glaube ich, bis jetzt dreimal oder so. Da war, glaube ich, jedes Mal Premier League-Team. Muss irgendwie 84, 85 Rating haben oder in Inform. Es wird gemunkelt, es wird wahrscheinlich Costa oder Aguero. Das heißt, wir können uns schon mal rechnen, dass sowas wie Hazard ähnlich aussehen wird, dass wir da Informs benutzen müssen und wahrscheinlich ein High Rating. Und was, wo können wir investieren? Also zum Beispiel ein Giroud. Giroud ist nicht, pusht nicht ganz hoch, aber er ist gut zum Beispiel da, dass er das High Rating hochhält. Und der kostet jetzt momentan nur 1.100. Ich glaube, letztes Mal ist er bis auf 3.000 gestiegen. Also wir rechnen von 2- bis 3-fachen Gewinn. Auch hier merkt es noch besser, um zu investieren. 800 nur. Und er wird auf jeden Fall über 1.000 steigen, wenn dieses Squad Builder Challenge kostet. Selbst wenn ich falsch liegen sollte und das Squad Builder Challenge wird nicht kommen, er wird irgendwann später kommt eine Squad Builder Challenge, wo ihr sagt, ihr braucht ein 84 Rating und da könnt ihr den Metzger auf jeden Fall mit Plus verkaufen. Genauso dasselbe mit Chaka. Ich habe ein bisschen mehr investiert bei Chaka. Ist noch aber der günstigste 84er Spieler von Premier League mit 2.700. Ich glaube, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen wie 2.6 bisschen günstiger bekommen. Aber ich denke, falls diese Challenge kommt, kann er auf jeden Fall auch um 1, 2, 3.000 steigen. Coleman habe ich auch mal gekauft, weil es gibt nicht so viele rechte Verteidiger in der Premier League. Also der könnte auch auf jeden Fall aufsteigen. Fonte für 800 auch ganz schief. Er wird auch steigen, falls so es kommt. Ich habe jetzt mir noch ein Höchstes gekauft. Er ist ein 84er Rating. Falls wieder sowas kommt wie baut ein 84 oder 85, wahrscheinlich 85 Rating mit verschiedenen Mannschaften, also oder egal welche Liga. Höwedes wird auf jeden Fall auch um 1-2.000 steigen und der kostet momentan auch nicht viel. 1-4. Giroud 1-1 habe ich noch ein paar gehabt. Slimani ist eigentlich sogar noch besser, habe ich falsch investiert am Anfang, habe ich nicht geguckt. Slimani ist nämlich noch günstiger für 850 mit selben Rating. Er wird auf jeden Fall auch locker über 1.000 steigen. Oscar kann man auch überlegen, weil er ist ja auch bei, falls Diego Costa kommt, ist Diego Costa, der ist auch Brasilianer, oder? Ne, ist Spanier. Komplett falsch, aber. Ja, wie gesagt, auch aus Chelsea, von falls sowas wie kommt, baut ein Chelsea-Dings, high-rated, ist Oscar perfekt und er wird wahrscheinlich, denke ich, rate mal auch um das Doppelte steigen, hier auch Slimani. Wie gesagt, ist ein kleiner paar Spieler, habe ich euch jetzt gezeigt. Es gibt ja noch so viele andere Premier League-Spieler, die high-rated sind oder generell andere Spieler, in denen ihr investieren könnt. Und ich rate mal, das ist einfach wieder, ich mache einfach so gechilltes. Ihr könnt auch gerne schreiben, was wollt ihr für Trading-Tipps also haben. Ich mache momentan gechilltes Trading, also wo ihr nicht snipen muss oder hektisch irgendwie alles vorplanen muss und bla bla bla. Das mache ich auch gerne, dieses Long-Time-Investment, aber da müsst ihr halt immer diese Transferliste und diese Kandidatenliste, müsst ihr viel Platz haben und das ist für mich ein bisschen schwieriger zu machen, weil ja, ich mache ja jede Woche auch noch die Prediction, da muss ich auch immer viele Spieler kaufen und das wird immer richtig voll sein, deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, ich denke auf jeden Fall ist Plus da, ihr macht auf jeden Fall kein Minus, denke ich. Ich war bis jetzt, glaube ich, ihr guckt nochmal die letzten Squad Builder Challenge an von den Premier League Spieler of the Month. Ich glaube, da stand bis jetzt jedes Mal, müssen irgendwie Premier League von 84 dabei haben oder von einem bestimmten Team. Und deswegen denke ich, wenn zum Beispiel mit diesem bestimmten Team ist Oscar zum Beispiel ein gutes Investment. Der ist auch ein bisschen höher als die anderen, aber ich denke, falls das kommt, ihr werdet auf jeden Fall keinen Verlust machen. Und was noch ein kleiner Tipp, ein Reminder an euch. Wahrscheinlich kommt heute Abend das die Squad Builder Challenge für die Top-Partien, weil morgen kommt ja das für die Player of the Month in der Premier League. Verkauft dann wahrscheinlich jetzt eure Krakauer Spieler oder was haben wir noch für einen anderen Derby gehabt?
Das war genau das MLS-Finale zum Beispiel. Viele Spieler sind da jetzt schon gestiegen. Also ich habe eben geguckt, Krakauer Spieler, die ich für 150 gekauft habe, gehen jetzt für 450 ungefähr. Also das ist jetzt nicht das viel, aber je nachdem, die Menge macht es aus. Viele Silberspieler, die ich für 400, 450 gekauft habe, gehen jetzt bis von 1300 bis 1600, 700, je nach Spieler. Also ich würde jetzt schon einiges verkaufen von den Investments, von den Squad-Versions, von den Top-Partien. Würde ich jetzt schon mal verkaufen, damit ihr nicht enttäuscht werdet morgen, falls das Spiel nicht kommt. Wie gesagt, schreibt gerne mal in den Kommentaren, was ist euer Budget, was ist euer Budget. Dann kann ich ungefähr meine Trading-Tipps, mein Investment ein bisschen anpassen. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt viele Coins zur Verfügung habt. Habt ihr hunderte von tausenden von Coins? Habt ihr hier nur tausende von Coins oder zehntausende? Damit ich ungefähr weiß, wie es aussieht. Ja, Freunde, das war's erstmal von diesem Video. Ein bisschen kürzer, nicht so viel Zeit. Ein kleines Update nochmal an euch, was für die nächste Woche. Morgen bringe ich auf jeden Fall schon wahrscheinlich das Prediction-Video raus. Oder falls heute Abend die Squad-Battle-Challenge für die Top-Party kommt morgen die Top-Party und übermorgen die Prediction-Video. Oder beide morgen gleichzeitig. Weil übermorgen werde ich nach Hongkong fliegen für 5 Tage oder 6 Tage. Das heißt, ich versuche zwischendurch noch ein paar Videos zu bringen, aber ich muss mal gucken, wie das geht. Ob ich das noch schaffe mit dem Vollproduzieren. Aber wie gesagt, dann wird wahrscheinlich ein, zwei Videos Hongkong-Vlog kommen. Was denke ich auch ein bisschen nice wäre, um euch ein bisschen zu zeigen hier. Und dann, ja, nur damit ihr Bescheid weißt, Prediction-Video wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Und Squad-Battle-Challenge kommt entweder überhaupt nicht, falls ich das nicht schaffe, falls das am Samstag kommt, dann bin ich schon in Hongkong, dann werde ich das nicht mehr schaffen. Aber wenn es die heute Abend kommt, dann wird die Squad-Battle-Challenge-Video morgen kommen. Das wird soweit von mir. Ja, nächste Woche kommt entweder Videos, ein, zwei Videos noch, falls ich das schaffe, zu vorproduzieren, vor der Reise, die ist ja schon übermorgen. Und bei mir ist jetzt schon, ich glaube, 11 Uhr oder so, oder sogar noch später. Ja, das war's soweit. Wir sind kurz vor den 500 Abonnenten. Wäre nice, wenn ihr nochmal mich ein bisschen weiterempfehlt, ein bisschen Polter pusht. Das wäre richtig nice, wenn wir so schon die 500 schaffen. So, auf jeden Fall, ansonsten war trotzdem schon mal nice Support bis jetzt. Das gefällt mir, falls wir in den letzten Videos gleich immer über 20 Likes, das ist schon nice, wenn wir auf diesem Video auch 20 Likes schaffen, wäre es richtig nice. Auch wenn das vielleicht nicht so ein richtig heftiges Video war wie sonst. Wie gesagt, aber trotzdem wollte ich das schon mal schnell raushauen. Das ist einfach einfacher Profit, den ihr mitnehmen könnt. Genau wie der MLS. Ah, das fällt mir auch ein MLS-Spieler. Boah, hätte ich gewartet. Habt ihr gesehen, es kam ja ein Star-Spieler. Squad-Builder Challenge und da sind die Preise nochmal um 3, 4, 5-fach gestiegen. Das ist so heftig. Dieser Piatti oder wie hieß der Argentinier, den ich für 500 geholt habe, ging für über 3000. Das ist so heftig, Leute. Ja, das ist schade, aber ja, genau wie gesagt, ein Beispiel nur. Das ist das gleiche Beispiel wie für dieses MLS-Spieler, dass ihr, wenn ihr jetzt, selbst wenn ihr jetzt einen Tag vorher die Spieler kauft, die werden morgen, wenn die Squad-Builder Challenge kommt, es ist nicht sicher, dass es kommt, dass es dieses Premier League 84, 85 rated kommen wird. Aber es ist wahrscheinlich. Und außerdem, falls ihr die Spieler kauft und ja, sie kommt nicht, ihr habt nichts Verlust gemacht. Ihr könnt entweder direkt wieder verkaufen für wahrscheinlich plus minus null. Oder ihr wartet einfach und es wird irgendwann eine Squad-Battle-Challenge kommen, wo ihr diese high-rated Player braucht. Also ja, kauft nicht so viele von denselben Spieler, außer ihr wisst, er geht viel. Ansonsten, ja. Wieder gesagt, die ich schon mal euch gegeben habe, die Investment-Tipps. Ansonsten, ja, da habe ich nicht mehr so viel, Freunde. Heute mal ein bisschen kürzeres Video. Trotzdem, danke wieder fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!